So Leute, willkommen zurück zu Uncharted Vorsicht! 2. Und jetzt? Und jetzt wird uns nicht einmal die Zeit gegeben, um sich richtig begrüßen zu können. Ich brauche den Ärger nicht. Aber begrüßen können wir uns ja später. Jetzt müssen wir erstmal die bösen Gegner hier ausschalten und sie sprengen sich schon selbst in die Luft. Das ist doch ganz toll. Aber nee, so viele sind es ja jetzt nicht. So. Und außerdem haben wir... Ich bin im Training. Einfach weiter. Außerdem haben wir hier drei Leute, die uns dabei helfen, die Bösewichte auszuschalten. Und ich habe jetzt ein kleines Problem. Und zwar habe ich hier einen Schatz schon eingesammelt. Weil ich muss das jetzt nochmal aufnehmen, weil es sowohl Ingame-Sound als auch meine Stimme nicht aufgenommen hat. Und dann dachte ich mir, nehme ich das nochmal auf. Hier einen Schatz habe ich schon aufgenommen. Das Bild dazu habe ich jetzt. Das blende ich auch jetzt gleich ein. Es ist einfach ohne Ton. Also ihr seht es dann jetzt. So, und ja, jetzt holen wir uns einen zweiten Schatz. Den habe ich mir zum Glück noch nicht geholt. Den hole ich mir jetzt, der ist dort oben. Tut mir leid für diese kleine technische Störung. Ich wollte aber, also wenn es den Ingame-Sound aufgenommen hätte, dann hätte ich alles nachsynchronisiert, also hätte ich einfach nachgesprochen. Aber ohne Ingame-Sound finde ich es etwas blöd und deswegen dachte ich mir, mache ich es einfach nochmal und zeige euch den Schatz einfach im Nachhinein. So, jetzt müssen wir hier mit durch. Mit der Tür. Auf drei. Eins, zwei, drei. Geschafft. Danke. So. Wo? Wie kommen wir da rüber? Da hinten ist eine Leiter. Ja, da hinten. Jetzt können wir rüberschwimmen. Die Strömung ist stark. Das schaffen wir nie. Das schaffen wir natürlich nicht, aber ihr seht ja die zwei Autos hier. Das grüne und das, was ist das andere? Ja, auch irgendwie so gelblich-grün irgendwie. Ja, so gelblich hier. Die wären doch eine perfekte Brücke, aber dazu müssen wir erstmal Komm, hier rauf. Komm, ich helfe dir hoch. So, Chloe, geh rauf. Und wieder schauen, dass sie nicht runterfällt. So. Genau, sie fällt zum Glück nicht runter. Das ist gut. Und die Kiste kommt hier hin. Jetzt können wir hier rauf. Ausgezeichnet. Und jetzt können wir uns hier diese Fässer nehmen. Wir nehmen sie und... Moment. Wie? Ach so, genau. Nein, nein! Oh, hoffe ich trifft es trotzdem. Es trifft trotzdem, oder? Sonst muss ich nochmal nachhelfen. Ja, ich muss nachhelfen, aber ist kein Problem. Hey, so jetzt aber. Sehr schön. Drei Schuss später hat es dann endlich getroffen. Jetzt nehmen wir noch dieses Fass hier und schleudern es dorthin. Moment, so. Ich sehe nichts. Ich sehe... So, das sollte passen, oder? Ja, ja, ist gut, ist gut. Ich weiß, das muss ich aber nicht machen. Ich weiß, aber ich muss es nicht machen. Dann halt. So geht's auch. Gut, super. Das sollte gehen. Na los. Gar nicht schlecht, ha? Na los. Jetzt haben wir eine super Brücke da. Ausgezeichnet ist das. Findet ihr nicht auch? So, jetzt hier runter. Ach, Mist, ich wollte eigentlich direkt runterspringen, um eine Abkürzung zu nehmen, aber hat nicht ganz so geklappt. So. Ladies first. Bitte schön. Ladies first. Und Ladies first. Ja, dräng mich einfach ins Wasser. Hier macht es zum Glück nichts aus, wenn man ins Wasser fällt. Denn man stirbt nicht oder was weiß ich. Man kann einfach wieder hochgehen. Und das ist cool so. Jetzt müssen wir noch etwas machen. Und zwar springen wir hier runter. Denn hier ist noch ein Schatz. Sehr, sehr, sehr schön. Habe ich den genommen? Moment. Ach, das ist blöd. Habe ich den erwischt? Moment. Ja, ich hab ihn. Hier. Wassergefäß. Aber es hat irgendwie nicht angezeigt, dass ich ihn bekommen habe. Oder hat es doch angezeigt und ich habe einfach nicht aufgepasst? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ihn zum Glück und das ist die Hauptsache. Ne, Moment. Nochmal.
Doch, ich hab ihn ja. Hat es aber angezeigt, dass ich ihn bekommen habe? Moment, ich schaue nur noch mal kurz nach. Nein! Ah, ganz toll. Ich habe ihn tatsächlich. Tut mir leid, wieder ein bisschen Zeit verplempert. Aber ich wollte nur sicher gehen. Eigentlich wollte ich oben bleiben und von oben nach unten sehen, ob ich ihn schon habe. Aber Drake hat sich gedacht, ach, ich springe einfach mal runter. Weil es so viel Spaß macht. Und jetzt gehen wir weiter. Endlich. Und wir werden gleich von ganz vielen unserer Freunde begrüßt. Wir müssen das Ding aushalten. Moment, zuerst schalte ich die hier aus. So, stirb, komm. Komm, es hat keinen Sinn mehr zu leben mit deiner hässlichen Mütze da. Granate! Nein, Granate ist nicht gut. So. Und ich bin bald tot, das ist auch nicht gut. Aber er ist jetzt tot, ausgezeichnet. Wir haben eine Granate. Nee, wo ist unsere Granate hin? Wir hatten doch eine. Hä? Hatten wir im letzten Teil nicht noch eine Granate? Komm, geh rüber. So. Nimm dir das Teil und. So irgendwie. Natürlich nicht. Sehr schön. Hat überhaupt nichts gebracht. Moment, dort rüber. Und hier rüber. Und schaffen wir es hier rauf. Ja, das klappt. Ich sehe dich auch. Moment, ich komme gleich zu dir, mein Freundchen. Ich weiß, du hast mich gern. Ich hab dich auch gern. Und ich komme dich gleich besuchen. So, ich sehe dich. Und da war noch einer. Ach, hier ist oben ist auch noch einer. Den erledigen wir auch gleich mal. Und 50 Eliminierungen mit der AK-7. Jetzt haben wir auch. Ausgezeichnet. So. Nein, das war keine gute Idee. Dort waren noch ein paar Gegner. Die sollten wir vorher ausschalten. Oh, komm. Drake. So, genau. So, komm. Sehr schön, der ist tot, oder? Ja, der ist tot. Und jetzt noch der hier. So. Und jetzt könnte ruhig mal jemand von denen das Feuer auf sich lenken, damit ich hier rüber kann. Also, Elena. Chloe, Kameramann ohne Namen, könntet ihr vielleicht mal ganz kurz das Feuer auflenken? Bitte, vielleicht, na gut, dann halt nicht, dann renne ich sofort hin und wir töten ihn mit einem wunderschönen Headshot, also nicht Headshot im Sinne von wir schießen ihm in den Kopf, sondern wir kicken ihm den Kopf weg, treten ihm den Kopf weg. Und jetzt erledigen wir mal hier diese Terroristen. Nein, nicht Terroristen, einfach in dieser Typen halt. Okay, doch, sieht gut aus. Das sind Terroristen, weil sie terrorisieren hier. Ist das bei dem immer so? Ja. Ziemlich. Oh, synchron kam das. So ziemlich. Die kennen mich halt schon ziemlich gut. Elena kennt mich gut. Das Vorjahresmodell und das neueste Modell. Chloe kennt mich auch ziemlich gut. Wen findet ihr überhaupt besser? Elena? Oder Chloe? Ich habe keinen richtigen Favoriten. Beide sind irgendwie cool, aber Elena ist irgendwie so das typische, also die typische Blondine, so. Erinnert mich irgendwie an Ashley aus Resident Evil. Seht ihr was da oben? Kommt, hier lang! Aber das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass sie mich an Ashley aus Resident Evil erinnert. Obwohl sie halt doch etwas tougher ist als Ashley aus Resident Evil. Also ist sie doch nicht irgendwie die typische Blondine. Herunter! Das sind Widerstandskämpfer. Und hier ist ein schönes Bollywood-Schild. Wow. Mit Panzer, das ist aber unfair. Ja. Komm schon. Nicht so langsam. So, jetzt hier runter, oder? Ja, ich würde schon sagen, hier runter. Und hier ist eine schöne Mikrowelle. Wir können uns Popcorn kurz machen oder was weiß ich, irgendwie etwas aufwärmen in der Mikrowelle. Schmeckt super gut, Mikrowellenessen. Also Delikatesse, da muss man gar nicht mehr ins Restaurant gehen. Denn Mikrowellenessen ist super gesund, nahrhaft und lecker. Ne, teilweise ist es wirklich lecker Mikrowellenessen. Okay. Aber größtenteils. Hier sollten nicht. Wir sicher sein. Hoffen wir doch mal, dass wir hier sicher sind. Auf jeden.
cool. Finde ich auch. Sieht ziemlich cool aus hier. Ich muss mich mal umschauen, ob hier irgendwo vielleicht ein Schatz ist. Also ich weiß, dass dort drin einer ist. Aber vielleicht ist ja noch irgendwo vorher hier einer. Tut mir leid, da muss ich mich kurz umschauen. Habt ihr doch nichts dagegen, oder? Doch, ihr habt natürlich was dagegen. Ey, Fokka, bei dir geht es so lahmarschig voran, du bist so schlecht und hör auf es zu Let's Playen, weil du bist überhaupt nicht lustig und außerdem bist du schlecht. Ach ja, Fokka, habe ich überhaupt gesagt, dass du schlecht bist? Ja, du bist schlecht. Du kannst nicht zielen. Lern treffen, geh in die Gamerschule und lern zielen dort. Na, was sagst du jetzt? Du hast uns direkt hergeführt. Ich vermute mal, wir sind hier nicht rein zufällig gelandet. Oh, nein, nicht direkt. Oh, na, vielen Dank. Okay, hinter was bist du denn eigentlich her? Siehst du das Symbol da? Das ist der Chintamani-Stein. Nate? Ein riesiger Rosa 4 ist Millionen wert. Sehe ich das richtig? Du wetteiferst also mit einem Kriegsverbrecher um einen mythischen Edelstein? Na, wenn du das so sagst, klingt es allerdings ziemlich bescheuert. Ach, wer hat dich denn gefragt, Jeff? Und der soll in diesem Tempel sein? Naja, der Stein selbst ist hey, nicht hier. Hey, setz mal Nein? hier. Er ist in Shambhala. Shambhala? Nate? Ja, weißt du, Shangri-La. Kommst du mal bitte her, Schätzchen. Vielleicht wäre es besser, wir würden diese Unterhaltung drinnen fortsetzen. Gute Idee. Kommt! Okay, gut. Hier sind wir erstmal sicher. Das ergibt keinen Sinn, Nate. Lazarevich kann wohl kaum auf Geld aus sein. Er braucht keins. Du übersiehst was. Komm schon. Wir sind nicht zum Spaß hier. Ihr zwei bleibt hier. Gut. Bitte bleibt, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder da. Wer's glaubt. Oh. Na, das ist schon besser. Glaubst du, die sind ein Paar? Die sind kein Paar. Da ist wohl jemand eifersüchtig. Und wer von euch... Also, nee, Moment mal. Anders muss ich die Frage stellen, und zwar... Können mir diejenigen von euch, die das Spiel noch nicht Let's Play, also noch nicht gespielt haben und auch sonst noch kein Let's Play gesehen haben, können mir mal gerne sagen, was denkt ihr? Auf wen steht denn der liebe Drake? Auf die Elena oder auf die Chloe? Was denkt ihr? Gebt eure Tipps in die Kommentare ab und der es richtig hat, bekommt gar nichts von mir. Das ist definitiv der richtige Tempel. Gar nicht. Sieht wirklich wie der Chintamani-Stein aus. Super. Hier muss irgendwo der Eingang versteckt sein. Warte, den Kerl kenne ich doch. Da können wir doch in unser schlaues Büchlein reinschauen. Es muss irgendwas mit den Armen zu tun haben. Ach, was du nicht sagst. Gut, der mit dem Schwert... Also mit das sieht aus, als wäre es wertvoll. Gut. Schwimmen wir erstmal eine kleine Runde, so, zack. Wirklich unglaublich. Wieso? Komm rein, das Wasser ist toll. Komm schon rein. Nur, dass mein T-Shirt nass wird. Denkt ihr wirklich, Drake ist so ein Lustmolch, dass er nur will, dass ihr T-Shirt nass wird? Ich muss da rauf. Aber wie? Ja, das werden wir bald herausfinden. Ich dachte eigentlich, hier irgendwo wäre noch ein Schatz. Aber sieht nicht danach aus. Gut, dann lösen wir jetzt erstmal dieses Rätsel. Und das machen wir noch in diesem Part, beziehungsweise fangen es in diesem Part an. Und ich würde gerne wissen, wie das Rätsel schon wieder funktioniert. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Finden wir es am besten gemeinsam heraus. Also, wie komme ich darauf? Dort oder hier? Offenbar kommen die Einheimischen immer noch hierher. Ja, das ist sehr interessant, Drake. Rede nur weiter. Da ist nicht viel von den Wegen übrig. Ja, interessant. Wie komme ich darauf? Das ist jetzt nicht ganz so toll. Ah, hier komme ich rauf, gut. Weiter geht's nicht. Gut, ich weiß, dass ich hier eigentlich irgendwo auf der Seite hinaufklettern müsste, aber...
Wo ist das nochmal genau? Meine Erinnerungen an dieses Spiel sind ziemlich verschwommen. Es ist... Ah, hier, genau. Oder? Ja, hier ist es. So, und jetzt hier rauf. Warte, ich sehe mir das mal näher an. Okay, ich warte hier unten. Mach du das, Chloe. Schone deine schönen Arme und okay. Beine. Gut. Du musst nicht klettern, ich tue das schon für dich. Denn ich bin ein Gentleman, der Gentleman's ja, Fresh. Schön. Danke. Sind sie zu stark, bist du zu frach? Frach. Sind sie zu stark, bist du zu schwach? Oh, oh Mann! Ganz toll. Genau so war das, ja. Jetzt erinnere ich mich. Ich wusste eigentlich, dass man auf der linken Seite rauf muss und nicht auf der rechten, aber ja. So, bewegen wir das erstmal. Okay, und schauen uns das Tagebuch an, ob wir es richtig bewegt haben. Ja, sieht eigentlich ganz richtig aus, oder? Ja, sieht richtig aus. Jetzt gehen wir hier rauf. Denn das andere, den anderen Arm müssen wir auch bewegen. Moment, so hier rüber. Okay, oder? Hey, komm, gib's zu, du bist beeindruckt. Bin ich. Kriegst eine Banane. Eine Banane. Die könntest auch du gerne haben, liebe Chloe. Denk jetzt bloß nicht an etwas Falsches. Ich meine damit wirklich nur eine Banane. Bin okay. Das nenne ich vollen Körpereinsatz für die Chloe, hat er das gemacht. So, ja, das bringt viel. Ne, wir schauen uns nochmal an. Okay, Dreizack und irgendwie diese Hantel oder was das sein soll, müssen wir auch noch verschieben. Aber das tun wir im nächsten Part. Also bis dann, Leute. Schönen Tag noch und tschüss.